Dieses Bild ist in einem Tag wie diesem entstanden. Blauer Himmel, Sonnenschein, warme Luft. Denn der 11. September 2001 war in New York City ein Tag mit Bilderbuchwetter. Und dieses Bild ist genau hier entstanden, in der Nähe der Williamsburg Bridge, mit einem guten Blick auf die Südseite der Insel Manhattan. Der Fotograf heißt Thomas Höpker, ist aus Deutschland, 1976 nach New York City gegangen. Er ist hier Mitglied der renommiertesten Fotoagentur der Welt, Magnum, war vor einigen Jahren auch Präsident von Magnum. Und der war auf dem Weg zu den Ereignissen, als er die Menschen hier sitzen sah und sie fotografierte, um dann einfach weiterzufahren. Er hat dieses Foto 4 Jahre lang unter Verschluss gehalten, denn Thomas Höpker weiß, dass dieses Foto unterschiedliche Aussagen macht. Und so kam es dann auch gleich nach der Veröffentlichung zu einer Kolumne in der New York Times, wo der Kolumnist schrieb, so sind sie halt, unsere jungen Menschen in Amerika. Sie sind Hedonisten, sie genießen den Tag und sie sind niemals bereit, ihre lässige Attitüde aufzugeben. In Deutschland, als man da das Foto sah, kam gleich der anti-amerikanische Reflex zum Tragen. So ist er halt, der Ami, schaulustig und abgebrüht. Die beiden Leute, die ganz links im Bild zu sehen sind, haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, das war mitnichten so, dass wir da abgebrüht rumsaßen und den Tag genossen haben. Selbstverständlich hat uns mitgenommen, was da hinten an der Südspitze der Insel Manhattan am World Trade Center geschah. Aber so schrieb Walter Sipser, man kann auch eine Trauergemeinde durch einen Schnappschuss so aussehen lassen, als sei es eine Partygesellschaft. Er hat sich allerdings noch darüber gefreut, dass er in der Kolumne mindestens als junge Leute ausgegeben wurde, denn er war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon 40 Jahre alt. Am 11. September 2001 ließ sich viel über die Bilder und die Geschwindigkeit der Bilder heutzutage lernen. Denn die ganze Welt konnte schon Bilder sehen vom brennenden Nordturm des World Trade Center, als noch niemand wusste, was für eine Erklärung es für dieses Geschehen gibt. Wir sind so konditioniert, wir können eigentlich das Zusammenbrechen dieser Türme können wir auswendig mit geschlossenen Augen miterzählen. Was wir aber stattdessen erzählen müssten, sind die Geschichten, die dahinter stehen. Als jemand, der längere Zeit in den Vereinigten Staaten selbst gelebt hat, der immer wieder in die Vereinigten Staaten selbstverständlich auch gereist ist, gerne gereist ist, hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Anschlag auf eine Welt, die zu mir gehört? Oder ist das trotzdem weiter weg? Gibt es da trotzdem eine Distanz? Es gibt einen Teil von mir, also das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, der sehr stark mit Amerika verbunden ist und der selbstverständlich davon besonders betroffen war, aber es gibt auch einen anderen Teil an mir, der das ganz analytisch betrachtet hat und doch erstaunt war über den Bildervergleich, der sich geboten hat, dass die Amerikaner so genau auf dieses Bild so abgehoben sind. Auf welches Bild? Die einstürzenden Hochhäuser. Ja. Es hat ja ähnliche Erniedrigungsfestivals für die Amerikaner gegeben in Pearl Harbor mit einer völlig vergleichbaren Schadensmeldung. Und es hat in der Weltgeschichte auch viel schlimmere Sachen gegeben, wie zum Beispiel Hiroshima oder Nagasaki. Und dass dieses Bild eine solche symbolische Bedeutung bekommen würde, das konnte man in dem Augenblick schon spüren. Jetzt sagst du schon, dass die Amerikaner haben sich auf dieses Bild der einstürzenden Hochhäuser fixiert, wobei man ja eigentlich sagen muss, gerade die einstürzenden Hochhäuser erzählen ja tatsächlich nicht die wahre Geschichte, dienen ja nicht dazu, sich ein Bild machen zu können von dem, was in diesen Häusern tatsächlich passiert ist, was da sich da an Leid abgespielt hat. Aber ist das eins der schlechten Bilder des 11. September? Nein. Jedes Bild ist so gut wie das andere, weil ich muss sagen, bei Pearl Harbor gibt es auch Bildmaterial, wie die Rettungskräfte versuchen, noch eins dieser auf dem Kopf stehenden Schiffe aufzuschweißen, weil da drin Menschen, also Soldaten und Matrosen, ersticken. Das ist genauso erschütternd. Es ist immer erschütternd, wenn sowas passiert. Und der Unterschied eigentlich, der objektive Unterschied, ist vielleicht gar nicht so groß. Der ganz wesentliche Unterschied sind zwei Faktoren.
Und es ist mir schlagartig klar geworden, das eine ist, dass wir dieses Bild von dem Augenblick an die nächsten Monate und Jahre sowas von um die Ohren gehauen bekommen haben, das gekracht hat. Und das war bei Pearl Harbor nicht der Fall. Bei Pearl Harbor war es eine Wochenschau und ein Foto. Es gibt aber Leute, die sagen, diese Bilder wollten insbesondere die Attentäter auch haben. Die brauchten die Bilder, die brauchten nicht die Erzählung davon, die brauchten unbedingt starke Bilder. Ja, an die Nase fasse ich mich gerade, während wir darüber reden, dass ich das Gefühl habe, dass die Medienlandschaft, so wie sie einer solchen Katastrophe zur Verfügung steht, zum Werkzeug wird, was sich gegen uns richtet. Also im Gefühl von Aufklärung und Information glauben wir immer, wir müssten das Allersuperdemokratischste und Beste ist, alles immer vorzuzeigen, und zwar 24 Stunden am Tag. Jetzt frage ich mich natürlich, ganz hypothetisch, ich weiß nicht, ob es eine solche Möglichkeit überhaupt jemals wieder geben kann, aber was wäre eigentlich gewesen, wenn die Attentäter dieses Bild nicht hingekriegt hätten? Ja? Bei jeder Politikinszenierung fragt man sich das. Ja? Bei jeder Politikinszenierung, wo große Bilder bewusst erzeugt werden. Ja? Die Merkel geht mit Biermann und Gauck und was weiß ich über die Glienicker Brücke. Ist eine Inszenierung, weiß jeder. Ja? Diese gewaltsame Inszenierung des 11. September ist eine, die ist vollkommen, der kann man überhaupt nicht entgehen, weil sie eigentlich auf Repeat 10 Jahre lang läuft. Die sehe ich eigentlich jeden Tag irgendwo. Ich weiß aus Gesprächen, die wir schon mal geführt haben, dass eben genau diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten Bildern für dich überhaupt nicht in Frage kommt. Aber wenn ich jetzt wieder mich an die Bilder des 11. September erinnere, die in meinem eigenen Gedächtnis sind, dann gibt es da natürlich die Architektur, das Einstürzen, den ganzen Rauch. Aber besonders nahegegangen sind mir und vielen anderen Menschen die Leute, die sich in den obersten Stockwerken an den Fenstern festklammern. Würdest du da denn zugeben, dass es Bilder gibt, die wirkungsmächtiger sind als andere? Klar, es gibt Bilder, die mehr Empathie erzeugen, aber man muss auf die Symbolik gucken dabei. Also wer benutzt dieses Bild gerade als Symbol? Und das World Trade Center, wie der Name schon sagt, steht für eine bestimmte Sache und ist ein besonders größenwahnsinniges Gebäude gewesen und steht auch noch im Zentrum dessen, was die Amerikaner quasi den Gipfel der freien Welt definieren. Und genau da ist das Ding zusammengekracht. Das heißt, in ihrer Heimat, direkt in ihrer Heimat, vor ihrer Tür. Die sind davon nicht nur betroffen, sondern sie haben die Macht über die Bilder verloren an der Stelle. Und das gibt es im Kleinen, also im ganz Kleinen und Harmlosen, muss ich sagen, auch an ganz anderer Stelle. Es ist auch unheimlich interessant, sich unter dem 11. September-Aspekt anzugucken, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die amerikanische Mannschaft, die durch das ganze Spiel weg die bessere Mannschaft oder Frauschaft, sollte man sagen, war, hat dieses Spiel hinten raus in diese nervenzerfetzende Verlängerung verloren. Das Endspiel gegen Japan. Das Endspiel gegen Japan. Eine starke Symbolkraft geht von diesem Spiel aus, weil wir wissen irgendwie im Hinterkopf, wir sind so konditioniert, wir wissen, da war was, da war Hiroshima, da ist Japan. Und die amerikanischen Gesichter auf den Tribünen, die amerikanischen Gesichter bei den Spielern, das war schon... Also ein unglaublicher Verlust, viel größer als der Verlust eines Spiels. Das war der Verlust einer Hoheit, das war zu sehen. Wir haben an der Williamsburg Bridge nochmal das Foto von Thomas Höpker angeguckt, wo Menschen mittleren Alters, nicht jüngere Leute, wie dann in der amerikanischen Debatte behauptet worden ist, da sitzen und einen scheinbar unbeteiligten Eindruck machen. Und da hat jetzt ein Kunstkritiker in der Washington Post zugeschrieben, Thomas Höpkers Foto sollte in jeder Schule und in den Hallen der Vereinten Nationen hängen. Es ist beides, ein Bild der Wahrheit und ein Bild der Fälschung. Ist das möglich? Ich glaube nicht. Was ist denn daran gefälscht? Erstmal ist jeder, der Innocent Bystander, der ist einfach per Definition, sieht doof aus. Wenn jetzt irgendwas passiert, Du meinst der Schaulustige?
der sogenannte Schaulustige oder auch einfach nur der Zeuge am Straßenrand oder was weiß ich, schreckliche Dinge passieren, der sieht einfach doof aus. Warum? Weil er nichts machen kann. Also Menschen definieren sich durch Handeln und wenn man nicht helfen kann und wenn man nicht irgendwie eine Partei ergreifen kann oder irgendwie die Situation verbessern kann, dann sieht man in so einer Situation einfach töricht aus. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Aber ist von mir eine große Befürchtung, dass ich irgendwann auf einem Bild zu sehen bin, wo ich so eine Decke umgehängt habe und, so, und einfach nur Opfer bin. Findest du, dass Opfer auf Bildern eine eigene Würde haben können? Das Schwierigste überhaupt in der Nachrichtenfotografie ist der Umgang mit Opfern, finde ich. Das Schwierigste überhaupt. Es finden sich immer genauso viele Leute, die sagen, mach es auf den Titel, wie die, die sagen, das Recht am eigenen Bild, die Würde des einzelnen Menschen. Und die Grenze ist fließend. Die Grenze ist auch im Recht fließend, weil und sie ist auch zu Recht fließend, weil die Gesetzgebung sagt an der Stelle, dass das Recht am eigenen Bild eben eine weiche Seite hat. Und das ist die, wenn das Interesse der Zeitgeschichte so groß ist, dass es das Einzelne eben, das Einzelschicksal überstrahlt. Da gibt es einen anderen Kunstkritiker, der ist noch schärfer geworden. Der hat nämlich gesagt, der Thomas Höpker habe das Bild bereits in seinem Kopf gefotoshoppt. Also, also das jetzt nun ausgerechnet dem hochredlichen Kollegen Thomas Höpker, der einer der weltbesten Reporter ist, immer schon war, dem das vorzuwerfen, ist so dermaßen abwegig. Erstens ist es so, dass dieses Gebrenne von diesen Türmen hat sich irrsinnig lange hingezogen. Die Leute haben da gesessen und haben zugeguckt. Und es ist vollkommen klar, wenn man lange genug zuguckt, dass man dann Dinge tut, die man normalerweise auch tut. Also so wie wir unterhalten uns. Ich bin wahnsinnig fasziniert davon, mit dir zu reden. Trotzdem habe ich Durst. Ich trinke jetzt was. Jetzt gibt es den einen Mann, der auf dem Foto abgebildet ist von Thomas Höpker und der sagt, naja, das ist kein Wunder, dass das eventuell den Eindruck macht, wir seien hedonistisch, selbstvergessen und hätten noch nicht mal zu einem solchen katastrophalen Ereignis eine melancholische, deprimierte Einstellung. Denn, so behauptet dieser Mann, man könnte auch eine Beerdigungsgesellschaft so fotografieren, dass es aussieht wie eine Party. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, kann man das wirklich? Kann man tatsächlich Leute, die erschrocken sind, die ein echtes Gefühl haben. Ich denke auch zusammen mit dem 11. September an das Bild von George W. Bush, der in dieser Schule sitzt und dem wird was ins Ohr geflüstert. Ihm ist ganz deutlich anzuerkennen, wie er paralysiert ist, beinahe wie ein Boxer, der einen ganz schweren Treffer hingenommen hat. Und ich finde, daran gibt es keinen Zweifel. Aber bist du trotzdem als Profi und Künstler der Meinung, doch, ich kann die Sachen anders aussehen lassen, ich kann die Sachen anders fotografieren, als sie tatsächlich sind? Die größte Waffe des Bildes ist der Ausschnitt. Das ist genau wie bei einer Beschreibung, genau wie in der Literatur. Also wenn ich es verenge und den Kontext rausnehme und zeige jetzt nur die Betroffenheit von George W. Bush in dieser Sekunde, in der ihm das ins Ohr geflüstert wird, dann blende ich ja quasi den Kontext so ein bisschen aus. Der Kontext ist, dieser Mann muss sich irgendwie dazu stellen, dass er gerade vor einer Klasse mit jungen Schülern sitzt. Der kann jetzt nicht die Fassung verlieren. Der kann jetzt nicht irgendwie sagen, Moment, Augenblick. Ja, so einfach ist es eben nicht. Wenn du dir jetzt überlegst, du müsstest vor 16, 17, 18-jährige Leute treten, die damals eben noch Kinder waren, und müsstest denen sagen, gut Freunde, ihr habt das hoffentlich damals alles nicht mitbekommen, aber ich, Jim Rakete, habe euch heute 2 oder 3 Bilder mitgebracht, an denen ich euch den 11. September 2001 dokumentieren kann. Hättest du dazu Bilder im Kopf, die du nehmen würdest? Das ganze Verkaufen über Gesichter, das ganze Verkaufen über Fotos, es greift an der Stelle ein Stück zu kurz.
Es greift ein Stück zu kurz, weil man nicht kapiert, welche Geschichte dahinter steht. Und die Geschichte ist eigentlich, also wie sich so ein Leben subsumiert und wie kurz es aussieht, wenn es vorbei ist. Wie kurz so eine Lebensgeschichte plötzlich ist, wenn sie vorbei ist. Schrecklich. Also deshalb finde ich, man muss zu anderen Mitteln greifen, wenn man es griffig machen will. Weil diese Bilderwände, die sind schon wieder ein stumpfes Mittel geworden. Daran haben wir uns zu stark gewöhnt.